Willkommen meine Pokémon-Freunde, begeisterte Zuschauer, Feinschmecker und so weiter. Hier hinten schmort schon das Abendessen im Ofen. Wir schauen mal rein. Was gibt es da Gutes? Ah, jetzt krieg ich gleich den Ofen ins Gesicht. So. Es war am Wochenende ja der Community Day mit Evoli, aber es war nicht nur Community Day, sondern es gab auch wieder ein X-Raid, genau am 11. August, 11.30 Uhr. Und ich wollte eigentlich erst gar nicht mitmachen, weil ich wegfahren wollte zum Evoli-Tag. Aber ich habe mich doch dazu überreden lassen, weil wir diesmal nicht so viele Mann waren, dass wir es in einer Gruppe einfach direkt durchziehen können, dass wir doch am X-Raid teilnehmen. Den habe ich natürlich für euch gefilmt, auf Video festgehalten und den möchte ich euch hier kurz präsentieren. Der Community Day, der X-Raid am Community Day vom 11. August, 11.30 Uhr. Peace! Mittwoch hat der Mülltonne gefunden, aber Strom aus. Ja, wieso das denn? Alles down, Payback, Kassen, ja, Endscanner, alles. Meff du. Also gehen wir alle rein, oder was? Keine Ahnung, was großartig sah, wir sehen eh nicht so viele. Manche haben sich ja wieder ausgetragen, also müsste es eigentlich so klappen. Warum filmst du? Das ist ein Spiegel, damit ich sehe und so. Das ist ein über die Tür. Oh, geht los, ja. Also ich bin drin. Was machst du? YouTube-Videos für mein Pokémon Go. Kannst du nicht sehen? Ja, wir sind schon drin. Voll die krassen Spiels, Alter, hier. Alle rein! Ich gebe mir richtig Mühe und mich viel selber für dein Scheißturnier. Hey, also musst du eh warten bis zum Januar, da ist nämlich dann wieder die Qualiphase. Dann kannst du vielleicht mitmachen. Du kannst dich ja nicht ins Finale reinschleichen und dann gewinnen. Es gibt 300 Euro zu gewinnen, das geht nicht. Ich habe mir die Technik mal angeguckt, die Runden angeguckt im Halbfinale jetzt, ey. Und? Weil ich habe 2 Jahre Texte geschrieben und ich habe eine bessere Technik. Wir haben doch alle 1000 Accounts. Es kommt doch nicht auf Technik an. Ich will, dass es sich gut anhört und man sich gut anhört. Unser Rap Battle. Pokémon Rap Battle. Nein. Of History. Epic! Pokémon Rap Battle. Hast du alle Kommentare gelesen? Du siehst aus wie der Turnier vom MHR. Ja, das war der Romantik, er hat es ja schon mal gewonnen. Und ich sage, stimmt nicht. Der hat keine Brille. Der Turnierleiter. Nur so eine weiße Maske. Ich hab das bei deinem Video eingeblendet, hast du mit der weißen Maske. Das ist ja egal. Tim Burger. Das fällt nicht auf. 1, 2, 3, 4, 5. Ich fahre über den Radweg. Also fängt es an zu regnen. Ach komm, ich hau ein Sternstück rein. Scheiß drauf. Das hatte ich vorhin hier auch. Auch wenn ich nur noch 45 Minuten habe. Schön die Kamera neben den Hundekotbeutel gelegt. Sieht man ja nicht. Riecht man. Wie er riecht, riecht an. Gut, dass es nicht windig ist, ey. Ja, jetzt mal Frühstück machen. Da habe ich mir auch eine lange Hose mal mitgenommen. Ich wollte verschlafen, ich konnte kein Frühstück machen, ich habe dort dann gefrühstückt. Da hockst du dich hin, willst essen, auf einmal Stromausfall, alle raus. Vor allem habe ich die gestern auch gegessen, 2 Packungen. Einmal die Bekannten und einmal die Klassik. Warte mal, da ist noch jemand da. Eigentlich besser als die normalen. Geht schon los. Robin, bist du drin oder nicht? Robin, bist du drin? Mit Zapfenlos? Ja, ja. Cool. Nicht, dass mal jemand vergessen. Macht's weg. Einfach mal den Hundecode. Beutel gefilmt. Du hast dir gestern ja jedes Macher mal geschnurrt. Geschnurrt hat er sich. Oh, bei Pokémon Go hat Pokémon hat sich aufgehangen. Ja, guck mal, wenn ich ausgewechselt bin. Ich komme bis zum Ende durch. Das fällt doch nicht auf, oder? Wenn man hier rumläuft und einfach nur so nebenbei. Außerdem ist ja da eh dann der Bildschirm drüber von dem aufgenommenen Dings. Ah ja, bringt ja nichts, dass da Leute stehen, wenn da der Bildschirm ist. Koriander. Shiny. Zum Quatsch. So. Ah, jetzt kommt es drauf an, welchen Fang. Fange Mächte.
Jetzt müssen wir uns wieder alle konzentrieren. Toll, 21,94. Das Beste, was es gibt. Das beste Mewtwo, was es gibt. Ich habe noch nie eins unter 22 gehabt. Nee? Ja, ich auch. Ist gut zum Tauschen auf jeden Fall. Wer will's tauschen? Oh, daneben. Ich habe heute noch keinen Spezialtausch, das würde alles funktionieren. Oh no, Digga. Robin, mach mal ruhig. Mef, du! 84er habe ich gekriegt. Toll, nur großartig. Ich muss mal den Kreis ändern. Eins, zwei. Evo! Ich kann den Kreis gar nicht mehr ändern, weil es schon drin ist. Schigi-Nest hier. Schigi-Nest im Friedenspark. Ich habe gerade gesagt, wir machen einen doppelten Community Day. Schigi war erst da. Jetzt fangen wir es nochmal. Alles klar. Ja, abnormal. Das ist schon echt der Arm. Ich habe schon ein Stück oder so auf dem. Ich muss hier mal. Alter, 12.000. Du machst mich Battle, ach. Ich hab anders jetzt. Ja, wir sind 10.000. Oh. Ja. 4.000. Wir haben noch 6 mal so viel. Aber. Das ist kein. Rennen, Spitzeltausch. Oh, das ist schön. Toll. 21,65. 22. Wie geht das überhaupt? Ich denke, das wird nicht schlechter. Als schlecht, aber vielleicht sollte man das auch lassen. Ja, das kann man instant verschicken, das Ding. Das war der Mef-Duret. Jetzt geht's weiter mit der Evolis. Bis dann. Ich jetzt ein Video. Guck mal, wie die Haare rumfliegen. Ich schneide den mal alle weg. Er muss ja alle wegschneiden. Ich muss sie nicht wegschneiden. Ich will das Video, hi. Hallo Mama, ich bin im Fernsehen. Hast du gut gemacht, mein Junge. Ich bin ein YouTube-Freund. Das war's also vom X-Raid an der Brücke, Mewtwo, am Ende sogar noch getauscht mit dem Kollegen Ikekru, Grüße gehen raus und das war das Essen, auch schon vorbei, was will man mehr, schaltet das nächste Mal ein und schreibt mal drunter, wie viele Mewtwos habt ihr denn schon gefangen und habt ihr regelmäßig X-Raids oder nicht, habt ihr da Probleme? Manche haben noch gar keinen gemacht, manche haben jede Woche einen. Das geht nicht unterschiedlicher. Deswegen schreibt mal eure Meinung dazu, hinterlasst ein paar Kommentare, sonst was. Ich bin raus, bis später, man sieht sich. Und die Tage kommen noch ein paar Videos zum Evoli Community Day. Keine Sorge, da habe ich natürlich fleißig auch wieder gefilmt. Aber das dauert alles ein bisschen mit dem Bearbeiten und so. Aber keine Sorge, es wird was kommen. Also freut euch bis dahin nicht. Bis dann, peace.